Hallo Leute, heute wieder Standstransformation und zwar ein Rechenbeispiel. Ein Rechenbeispiel machen wir heute. Und zwar möchte ich jetzt, ja, von meiner Steckdose hier, möchte ich jetzt hier so ein kleines Fahrradbirnchen hier anschließen mit, ja, sag ich mal 6 Volt. Das war ein V zu viel. Mit 6 Volt und ja, hier 3 Watt. Möchte ich jetzt einfach mal sagen, ja, komm, mach ich, will ich anschließen. Hier so ein kleines Lämpchen. Das weiß ich, was ich vorne in mein Fahrrad hier so reinschrauben kann, möchte ich jetzt hier anschließen. Ja, wie funktioniert das? Kann natürlich nicht hier an die 230 Volt Steckdose sofort dran schließen, aber ich kann mir hier ja irgendwie so ein Transformator mir hier hinbasteln und dann kann ich ja das irgendwie hier so machen. Und wie funktioniert jetzt sowas? Also zuerst mal muss ich mir mein Übersetzungsverhältnis Ü berechnen. Das haben wir in den vorherigen Videos hergeleitet. Das ist immer Primärseite durch Sekundärseite, sprich 230 Volt durch 6 Volt. Und das gibt dann ein Übersetzungsverhältnis von 230 durch 6, ergibt 38,3 als mein Ü-Faktor hier. Nicht verwechseln mit dem Ü-Ei, sondern hier der Ü-Faktor. Also wie hier gewickelt werden muss, haben wir hier. Und jetzt, was ich euch als zweite Frage, was mich noch interessiert, ja, wie viel Strom fließt denn hier eigentlich auf der 230 Volt Seite, also auf der Primärseite? Das möchte ich jetzt noch wissen. Also hier mein I auf der Primärseite oder I1 auch genannt. Wisst ihr, das ist 1, das ist 2 immer. 1 ist Primärseite, 2 ist Sekundärseite. Ja, wie berechne ich jetzt das? Und zwar haben wir mal die Formel hergeleitet. I1 ist 1 durch Ü mal I2. Also haben wir das. Jetzt hier die Frage, ja, was ist I2? I2 kann ich berechnen, 1 durch Ü. Und zwar I2 ist ja P. P ist ja auf beiden Seiten gleich, weil wir ja eigentlich hier auch annehmen, dass wir hier einen idealen Transformator haben, also keinen Wärmeverlust, keine sonstigen Verluste. Und dann kann ich sagen, okay, Leistung durch die Spannung hier auf der Sekundärseite, also hier unsere 6 Volt am Bähnchen. Leistung habe ich hier 1 durch, warte, über 38,3. Leistung habe ich 3 Watt. 3 Watt durch 6 Volt. Das Ganze in den Taschenrechner eingetippt ist 1 ist 3 durch 38,3 mal 6 und das ergibt einen Strom von 1,03 Amperechen, also 13 Milliampere ist hier mein Strom, der hier auf der 230 Volt Seite fließt. Ja, so kann man sowas machen. Ist zwar jetzt eigentlich nicht hier so gängig, aber trotzdem hier mal so als Rechenbeispiel anzuwenden. Wie gesagt, hoffe, Video hat euch weitergeholfen, hat euch wieder einen Schritt weiter gebracht zum Elektrotechnik-Ingenieurabschluss. Und ja, falls euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, um keine weiteren wichtigen Videos hier zu verpassen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in wie immer 5 Minuten.